Freunde, und willkommen zum 11. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Unser Auftrag war gewesen... ich muss kurz überlegen. Ah ja, genau. Wir haben den Droiden für Yana Lorso an den Docks geklaut. Und jetzt haben wir einen neuen Auftrag von ihr bekommen. Ich schau mal kurz nach. Genau, Yana Lorso von der Zerka Corporation bittet dich, Lopax Lask, den Chef der Exchange auf der Citadel Station, zu töten. Sie sagt, dass du mit Luxa Lopax Lasks Stellvertreterin einen Termin vereinbaren kannst, die in dieser Kantina zu finden ist. Wir erinnern uns an diese Frau mit den, ich glaube, rote Haare hat sie gehabt. Und machen wir uns doch mal auf den Weg zu ihr, würde ich mal sagen, oder? Also gut, schauen wir doch mal, wo es lang geht. Zum Unterhaltungsmodul. Da sind wir auch gerade richtig. Gut. Dann unterhalten wir uns doch mal mit der guten... Wie hieß sie jetzt nochmal? Ist mir der Name schon wieder entfallen? Auf jeden Fall in der Kantine ist die anzutreffen. Schauen wir doch mal. Da haben wir sie auch schon. Die gute alte Luxa. Hallo. Frisches Blut in der Kantine. Wohlbekommt's. Eure Drinks gehen auf mich. Wir sollten reden. Später. Ich möchte mit Lopax Lask reden. Mir wurde gesagt, dass ihr einen Termin arrangieren könnt. Ist das alles? Schade eigentlich. Aber ja, das stimmt. Ich kann ein Treffen mit Lopax Lask arrangieren. Aber nur, wenn ihr mir einen guten Grund sagt. Oh mein Gott. Ich habe meine Gründe. Ihr gebt euch gerne geheimnisvoll, was? Ich sag euch was. Ich weiß, was ihr in den Docks getan habt. Ich hätte für jemanden mit euren Fähigkeiten einen kleinen Auftrag. Betrachtet ihn als kleinen Test. Ich spiele gerne Spielchen. Ich helfe euch, aber wehe, ihr erhaltet euren Anteil der Vereinbarung nicht ein. Ich bin eine vernünftige Frau. Ihr helft mir und ich helfe euch. Hört sich gut an. Okay. Gut. Ich hasse nämlich nichts mehr als abgelehnte Vorschläge. Was genau soll ich für euch tun? Ich muss eine Transaktion mit zwei Kopfgeldjägern abwickeln, die vor kurzem auf der Citadel Station angekommen sind. Ganz einfach. Waffen gegen Credits. Ich möchte, dass ihr zu ihnen geht. Sozusagen als mein Vertreter. Sie sind sehr vorsichtig und ich will mich aus der Sache raushalten. Hier. Das sind die Waffen, die sie kaufen möchten. Den Ort des Treffens weiß ich noch nicht. Ich soll im medizinischen Sektor im Wohnmodul 082 auf weitere Instruktionen warten. Na dann. Wie viel Credits bekomme ich dafür? Ihr wollt tauschen? 500. Hört sich ihr nicht bekommt schlecht an. Euren Teil des Kuchens. Warte, vielleicht kann ich sie noch überreden. Nee, geht nicht. Ich bin bald mit den Credits zurück. Und ich werde warten. Wir haben einen neuen Auftrag. Wir müssen... Waffenhandel. Du sollst für Luxa eine Transaktion durchführen. Sie weiß nicht, wo die Exchange ist, nur dass du im Krankentrakt von Wohnmodul 082 West weitere Anweisungen bekommst. Du musst alleine hingehen. So, Wohnmodul 082. Dann verlassen wir mal die Kantina und begeben uns zum Wohnmodul 082 West. Wohlbemerkt. Und ich muss alleine hingehen. Okay. Alleine hingehen. Ich glaube, die kann man doch irgendwie... Genau, entfernen. Hier. Ich bin alleine. Unterwegs. Da auf dem Planeten. Ich der gefährlichste von allen. Wohnmodul 82 Ost. Und zum West geht's... noch rechts. Tun wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen hier. Sehr schön. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass man hier in diesem Spiel nicht springen kann. Nur normal kann man ja mit Space springen. Also in der Krankenstation. Krankenstation müsste hier sein. Hier treffe ich die irgendwie. Und hier muss ich auf weitere Anweisungen warten. Medizinische Vorräte. Ist schon leer, haben wir schon geplündert. Ob ich an das Terminal muss? Ja, warte, wir gehen mal hier hinten nachschauen. Was haben wir denn hier? Nichts. Ich bin alleine. Abmelden. Okay, vielleicht muss ich mit dem Typen da vorne reden. Ich meine, was anderes bleibt mir ja fast nicht übrig. Hallo? Hallo,
und Grüße von Itzitz und Onderon. Warum seid ihr hier? Ich habe aber schon mal mit dem geredet. Die Itorianer hatten sich mit uns auf den Export verschiedener Tiere und Pflanzen von Onderon geeinigt. Aber angesichts ihrer Probleme mit der Cherka Corporation passiert im Moment gar nichts. Ich gehe dann jetzt. Super. Ich... in dem Krankentrakt von Wohnmodul 082. Ich bin in der Krankenstation. Krankentrakt. Krankenstation. Das ist richtig hier. Und ich bin allein. Leute, was soll ich denn hier machen? Ah, Kommunikationsterminal. Der klingelt. Anruf annehmen. Hallo, hör gut zu. Diese Instruktionen werden nur einmal wiederholt. Der Treffpunkt ist Apartment B3. Komm alleine oder gar nicht. Genau. Wir machen keine Dummheiten. Macht keine Dummheiten, wir beobachten euch. Apartment B03. Nee, B3. Im Wohnmodul 082 Ost. Jetzt muss ich ja wieder zurück. Hätte man sich auch gerade dort treffen können. Kein Problem. B2 war es gewesen, nicht? Genau. Schauen wir mal kurz. B2, A, C, B. Also ganz vorne. Wir kommen langsam, aber stetig voran, meine Lieben. Oh, ist das schon wieder heiß. Ich schwitze richtig. B2. 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 B3? B3? Warte, es war B2, gell? Ah, nee, B3. B3. Gut, du bist allein gekommen. Die Türen werden geöffnet. Bitte trete ein und warte auf weitere Anweisungen. Das mache ich. Wir sind gefangen, Leute. Oh, die haben uns was zu essen vorbereitet. Oder? Ich nehme an, dass jetzt welche hier reinkommen werden. Ich muss ein bisschen warten, habe ich das Gefühl. Luxa schickt also einen Lakaien, anstatt selbst zu kommen. Wenn ihr wüsstet, wer ich bin, meine Lieben. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Exchange jeden, der nicht zu ihnen gehört, so behandeln würde. Sag doch nicht böse, ich kann doch nichts dafür. Die hat mich einfach hergeschickt. Geschäft ist Geschäft, nicht wahr? In der Tat. Nach der Übergabe der Credits soll ich euch den Inhalt des Koffers geben. Darf ich fragen, worum es bei dem Geschäft geht? Nö, ich mach das erst. Bitte richtet eurem Arbeitgeber einen Dank aus. Aufgrund der TSF-Bestimmung kommt man heute nur noch nicht, kaum noch an Ware ran. An gute Ware ran. Gute Ware. Hier geht's um Drogen, Leute. Um Drogen geht's hier. Verstehe. Na dann bringen wir es mal hinter uns. Ja. Sobald ihr uns die Kiste aushändigt, werde ich euch, mein Partner, das Geld... Der will mich doch dann abmurksen. Mein Vater hat immer gesagt, traue niemanden, der aussieht wie eine Echse. Hier sind die Credits. Ich nehme die Credits und dann muckse ich euch ab. Ihr habt uns die Arbeit wirklich erleichtert. Erleichtert? Wir hatten nie gedacht, dass unser Ziel sich selbst und die Waffen ausliefern würde. Die wollen mich abmurksen. Solche Räuber. Tötet sie alle. Und jetzt werdet ihr sterben. Der fragt nicht mal, ob ich will. Der macht das einfach. Aber Leute, ihr wisst nicht, wer ich bin. Sag ich mal. So. Und tschüss. Let's go. Nein, 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 nein. Ah. Keine Chance. Einen haben wir schon mal. Der hat mir noch nicht mal Leben gezockt. Wie schwach ist denn der? Ein gezielter Schlag. Oh, der weicht aus. Bam, du bist ein ehrenwürdiger Gegner. Nicht. Boah. Neuen Tagebucheintrag. Warte, erstmal gucken, was die hier liegen gelassen haben. Wir verschenken hier doch nichts. Überreste. Ein Bowcaster. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich ein Gewehr. Waffenhandel, du hast die Kopfgeldjäger getötet. Alles klar.
als klar war, dass sie auf der Citadel Station, auf die Citadel Station gekommen sind, um Jagd auf dich zu machen. Die Transaktion wurde trotzdem durchgeführt. Tut mir leid für mein Deutsch, es ist schon spät. Ich schlage vor, dass ich zu Luxa wieder zurückgehe. Machen wir uns doch mal auf den Weg zu der guten alten Luxa. Mal schauen, was die zu diesem Hinterhalt sagt. Also wenn die das mal nicht arrangiert hätte. Auf geht's zum... ich drücke mal Stopp, weil ich springen möchte. Mal schauen, ob die sich verteidigen kann. Ich brauche meine Leute gar nicht. Ich kann das auch gut allein. Hier drin ist das immer so laut. Ihr lebt noch? Ich habe von einem Zwischenfall im Wohnmodul gehört. Na, ihr seid ja aber schnell. Damit hattet ihr sicher nichts zu tun, hoffe ich. Lügen. Ach ja, das muss etwas anderes gewesen sein. Merkwürdig. Naja, wenigstens war die Transaktion erfolgreich. Ja. Das war sie doch, oder? Ich werde die Credits behalten als Gefahrenzulage. Aha. Naja, ihr habt sie euch wohl verdient. Ja, also sie gut. Schenkst es mir einfach. Sie. Ich habe noch mehr Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Jemand schuldet der Exchange einen stattlichen Betrag. Ihr traut mir immer noch nicht? Ich vertraue euch. Warum würde ich euch sonst um Hilfe bitten? Weil du zu faul bist, das selbst zu machen. Das reicht nicht, um mich mit Slask zu treffen. Exakt. Fick dich. In Ordnung, ich höre. Ihr redet nicht lange um den heißen Brei herum, das gefällt mir. Opo Shano, ein Droidentechniker der Cherka Corporation. Den haben wir schon mal kennengelernt. Hat seit seinem letzten Aufenthalt auf Narshada mächtige Spielschulden. Wir waren sehr geduldig mit ihm, aber irgendwann müssen wir unsere Schulden eintreiben. Ihr findet ihn in Apartment B2 im Wohnmodul 082. Also schon wieder. Sagt ihm, er hatte genug Zeit. Wir wollen unser Geld wieder. Alles klar, ich besorge euch euer Geld. Und wenn er nichts, dann nehmt ihn euch zur Brust. Jagt ihm ein bisschen Angst ein. Sorgt dafür, dass er den Ernst der Lage versteht. Alles klar, ich besorge euch euer Geld. Gut. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Gut, den Typen kennen wir. Den haben wir schon mal gesehen. Wenn ihr euch noch daran erinnert, in fern Zukunft vor, keine Ahnung, 2, 3 Parts. Das ist so ein komischer Typ mit so einem Monokel gewesen. Und den sollen wir uns jetzt mal zur Brust vornehmen. Aber, meine Lieben, aber, ich möchte erstmal verkaufen. Ja, ich möchte gerne... Ah. Nein, ich habe das weggedrückt. Was will der denn sagen? Ich will einkaufen. Ach, egal. Verkaufen. Medikits können wir eigentlich gut kaufen. So viel haben wir noch gar nicht. Der Blaster. Der ist mega stark. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Was war denn hier los? Schmuggel auf der Citadel Station. Du hast mit Dendes Dobo über den Schwarzmarktblaster gesprochen. Den ich bei mir hatte. Er sagt, dass er ihn nicht verkauft hat, sein Bruder aber mehr darüber wissen könnte. Ich kümmere mich erstmal jetzt um den anderen Auftrag und danach knöpfe ich mir mal diesen Bruder vor. Sonst kommen wir hier ja gar nicht vorwärts, ne? Ich muss ab und zu immer mal hier auf die Zeit gucken. So. Ich glaube, der war... Alles geradeaus. Alles geradeaus, glaube ich, war der gewesen. Der ist das, genau. Der Obo Chano. Hey. Ist dein Droide kaputt? Falls nicht, geh bitte wieder. Ich bin ziemlich beschäftigt. Rochetta. Luxa schickt mich. Ich soll eure Schulden eintreiben. Aber ich habe nicht genug Credits, um sie zu auszuzahlen. Das ist mir egal. Ihr hattet genug Zeit, das Geld zu beschaffen. Deshalb würdest du mich töten? Ich habe das Geld nicht. Ich kann also gar nicht zahlen. Dann muss ich euch eben töten. Du würdest mich wirklich wegen einer Lappalie töten? Jo, ich bin Sif, das ist mein Job. Ich habe keine andere Wahl. Du bist schrecklich. Mal gucken, wie stark der so ist. Aber ich glaube nicht besonders stark. Und let's go. Da hält er schon mal dagegen. Komm nochmal. Dieser Bastard. Also, werde ich wohl mit Klingen kämpfen müssen. Der hat Leute. Der ist stärker als die anderen zwei. Ein paar Kombos hier machen. Ja, ein Standardschlag.
Ich kann natürlich auch mein Team wieder hier... Ah, im Kampf geht das nicht. Egal. Dun, 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 dun. Bam! So, ich könnte auch meine Leute mal wieder hier dazu holen. Du kannst deine Gruppe während des Kampfes nicht ändern. Ich bin noch im Kampf. Hat er was für mich? Nö. Dum, 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 dum. So. Hey, wo sind die denn? Ich will die wieder hinzufügen. Ah. Hinzufügen. Leute? Hinzufügen? Hinzufügen. Ah, ich muss auf OK drücken. Jetzt aber schnell, schnell, schnell wieder zu Luxa, damit die endlich das Treffen arrangieren kann mit dem Lopax Lask. Damit ich diesen, keine Ahnung, was auch immer das ist, den Anführer von der Exchange. Ist das der Anführer von der Exchange gewesen? Ich glaube schon, dass ich den mir mal zur Brust nehmen kann. Ich muss den ja töten, genau sowas gewesen. Das schaffen wir, das schaffen wir. Luxa, meine Gute, ich habe den Auftrag erledigt. Ihr seid zurück. Hat Chano die Credits ausgespuckt? Nö, er wollte nicht zahlen, ich musste ihn also umlegen. Ihr habt ihn getötet? Wie sollen wir denn von einer Leiche Schulden eintreiben? Ich dachte mir, dass ihr euch um seinen Besitz kümmern könnt. Um seinen restlichen Besitz kümmern Stimmt. könnt. Stimmt. Er hatte vermutlich jede Menge Ausrüstung und Druidenteile, die er reparieren oder für Reparaturen verwenden wollte. Das ist wir so. Könnten das Zeug verkaufen und 2500 Credits Gewinn machen. Bevor ihr was sagt. Ja, ich werde das Treffen mit Slask für euch arrangieren. Aber vorher würde ich euch gerne Endlich. Einen Vorschlag machen. Einen geschäftlichen Vorschlag. Angesichts eurer offensichtlichen Fähigkeiten. Darf ich euch eine ehrliche Frage stellen? Dieses Treffen mit Slask. Ihr wollt es, weil Lorso so genug von ihm hat, stimmt's? Ich Wer denke ähnlich über Lorso? Slask und ich glaube, es ist an der Zeit, dass jemand das Problem löst. Vielleicht haben wir ja ähnliche Interessen. Ah, die will einen Putsch planen. Was habt ihr für ein Problem mit Slask? In welche Richtung liegt das? Wenn ihr Slask töten wollt, kann ich das arrangieren. Nee, ich will ihn töten. In welche Richtung liegt Jetzt das? Jetzt weiß ich, dass ihr nicht zu dumm seid, um zwischen den Zeilen zu lesen. Slask macht uns allen nur Ärger. Lorso genauso wie mir. Aber es gibt ein kleines Problem. Slasks Boss, Goto. Da hat noch ein Boss. Goto ist geht immer nach brutal, oben. Skrupellos. Dem geht es nur um den Profit. Der Goto hat mich noch nicht hält sich diesen Schleimbeutel nur wegen des Geldes. Dabei könnte er mindestens doppelt so viel rausholen. Ich sollte hier das Sagen haben. Aber Goto mag es nicht, wenn man die Befehlskette durchbricht. Ich muss Lopax Lask also irgendwie loswerden. Und dabei brauche ich eure Hilfe. Was muss ich machen? Ich verschaffe euch Zugang zu den Räumen der Exchange im Wohnmodul 082. Sie liegen westlich des Eingangs. Die meisten Wachen arbeiten für mich. Es dürfte also nicht allzu viel Widerstand geben. Sobald ihr Slask beseitigt habt, kläre ich die Sache mit dem Kopfgeld und besorge euch euer Schiff. Abgemacht? Abgemacht. Dann bis bald. Viel Glück, Kleiner. Neuen Auftrag erhalten. Erstmal gehen wir hier raus, das ist ein bisschen laut. Wohnmodul 082. Also schauen wir doch mal. Luxa, ein Mitglied der Exchange, möchte, dass du ihr hilfst, ihrem Boss, einen Quarren namens Lopax Lask, loszuwerden. Sie sagt, dass sie dich in die Räume der Exchange Wohnmodul 082 Ost bringen kann, ohne dass die Wachen dich angreifen. Und selbst wenn sie mich angegriffen hätten, hätte ich die zerrissen. Jetzt rede ich erstmal mit dem Bruder. Wir haben hier noch einen kleinen Auftrag. Willkommen zurück. Wie kann Shaman Dubma... Was könnt ihr mir über diesen Blaster sagen? Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Sehr interessant. Ausgezeichnetes Handwerk. Aber ich kann euch nicht sagen, als dass er sich sich um einen Blaster handelt, mit einem Upgrade. Du Unwissender, ich denke, dass ihr mir nicht alles sagt. Ich versuche, die Quelle der Schwarzmarktgüter aufzuspüren. Ich möchte wissen, wer die Waffe verkauft hat, mit dem ich angegriffen wurde. Ich gebe gerne zu, dass ich es verkauft habe, aber ich verkaufe viele Dinge. Ihr könnt mir solchen schlecht vorwerfen, dass ich meine Geschäfte betreibe. Vielleicht solltet ihr die Leute, denen ihr die Waffen verkauft, besser ansehen.
Oh, glaub mir, wenn ich könnte, würde ich, aber ihr müsst die Realitäten einmal kennen. Wie vorsichtig ich auch sein mag, sie können immer in falsche Hände geraten. Das ist halt der Schwarzmarkt, ne? Was du nicht sagst, Shama. Diese Banditen und Weigelagerer zahlen verdammt... Oh, Leute. Also der eine Bruder ist anscheinend lieb und der andere ist so ein Schwarzmarkthändler. Ich höre, dass es hier in der Citadel Station einen regen Schwarzmarkthandel geben soll. Ich würde mich gerne daran beteiligen. Ja, fix. Tatsächlich? Dann sollten wir uns unterhalten. Denn ich habe, sagen wir, einen gewissen Interesse an dem Geschäft. Gibt uns sicher dunkle Punkte. Ich werde euch gerne bei dem Schmuggeloperation helfen. Also der braucht unsere Hilfe. Oder kann unsere Hilfe gut gebrauchen. Was kann ich für euch tun? Ich erwarte eine gute Bezahlung. Angesichts der Gefährlichkeit der Arbeit zahle ich sehr gut. Natürlich nur, solange ihr eure Aufgaben diskret und effektiv erledigt. Da musst du dir keine Sorgen machen. Was kann ich für euch tun? Von euch? Im Prinzip brauche ich drei Dinge, um meine nächste Lieferung durchzuführen. Blätter von der irgendeiner Pflanze im Blablabla, das ist eine persönliche Schildeinheit. Aber zuerst brauche ich die Probe der Pflanze, keine Ahnung. Ich versuche herauszufinden, wo genau die Leute... Ja, ich war da schon mal gewesen. Das ist der Itorianer-Komplex, wo wir ganz am Anfang waren. Anscheinend muss ich da so eine Pflanze stehlen. Andere Zwecke? Genau wegen dieser anderen Zwecke gibt es Käufer, die eine Menge Credits für Extrakte zahlen und Import- und Exportgeschäfte. Aufgrund ihrer Stellung in der Republik können sie Etorianer diese Beschränkung geben. Ja. Okay. Für ein paar lausige Pflanzen. Also muss ich nur reingehen und die Pflanze holen. Nicht einmal eine Pflanze. Ah, es reicht nur so ein kleines Stück von der Pflanze. Ich komme wieder, wenn ich sie habe. Ausgezeichnet. Yes! Wir haben einen neuen Auftrag. Shamhan Dobo, ein Händler aus Unterhaltungsmodul 082, möchte, dass du Blätter der komischen Pflanze aus dem Itorianer-Komplex im Wohnmodul 082 West besorgst. Machen wir. Aber, meine Lieben, erst im nächsten Part. Wir sind schon bei 22 Minuten. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Haben wieder einiges gesehen. Sind wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Und ich hoffe, ihr schaltet ein zum 12. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Oder... Ich denke mal, ihr guckt das am Abend, ja. Einen schönen Abend und